diese Elektro... den Elektro-Dingsbums hat. Na, das ist halt so broken, aber einiges ist broken in dem Spiel. In der Randomizer Nuzlocke-Version hier. Ja, ich habe eben nochmal geguckt. Einfach Kick, Alter. Ich habe eben doch mal in die Einstellung geguckt, die ich hier hatte. Und ja, ich habe ein paar Sachen ausgemacht. Zum Beispiel nutzlose Items, nutzlose Fähigkeiten und kein Wonder Guard. Also Wonder Guard, das ist die stärkste Fähigkeit im Spiel und die ist komplett unfair. Und ich will nicht mit ihr spielen und ich will auch nicht auf sie treffen. Aber sowas wie ausweglos ist so oder wo ich genau kann natürlich noch passieren. Was ist denn das einfach nur schon wieder? Der ist halt richtig stark. Schlafpulver. Ey, Satzenia, da. Seifzia, meinte ich. Bestes Pokémon. Allein schon wegen der Fähigkeit, dass er jeden einschläfern kann. Das macht das Fangen so viel einfacher. Mach um ein. Das ist quasi. Wir werden ihn mal so nennen, wie jemand, der auch in Wirklichkeit so aussieht. Nein. Das passt nicht. Wie nennen wir Mach um ein? Wer nennt dich? Wer nennt dich? Wir nennen ihn... Okay. Ihr werdet jetzt alle von dem falschen Markus denken, aber für mich ist es Markus. Passe. Oh, das ist der gute... Ja, super. Leonard. Er ist der gute... Markus. Yeah, es passt genau, Alter. Da, wenn das mal die Schicksal ist. Das ist der gute Markus Rühl. Der Markus Rühl, der kommt auf jeden Fall unser Team. Der ist super. Wir haben einfach Markus Rühl im Team. Uns kann nichts mehr passieren. Also trainieren wird jetzt auf jeden Fall einfacher, die Pokémon. Wenn ihr nicht mehr wisst, wer Markus Rühl ist, gibt es einfach mal auf YouTube ein. Werdet es nicht bereuen. Ja, toll. Jetzt habe ich das nochmal Nickerchen gemacht. Sehr stark, Leonard. Ich nach jedem Mittag mit der Berufsschule. Habe ich schon wieder einen Mittagsschlaf gemacht. Sehr stark, Leonard. So. Ah, die hat mir eine Beere gegeben. Super. Interessiert mich sehr. Oh, Perlu. Nein. Kein Perlu. Bitte alles. Nur das. Ich wechsle nicht auf... Ich wechsle auf einfach aus. Oh, du hast Donnerwelle. Elektro-Pokémon, das ich wechsle aus. Hat er gerade Wickel eingesetzt? Wir brauchen einen Supertrank. Das dachte sie sich auch. Problem ist, er macht viel mehr Damage als ich. Oh nein, ich bin jetzt schon bei meinem zweiten Item. Warum hast du überhaupt Wickel? Du bist ein Dragoran. Wonach, womit wickelst du mich? Letzter Supertrank für dies, für das Match. Danach kann ich es vergessen. Und wir auch. Alles klar, gut. Jetzt habe ich keine Items mehr. Der wäre jetzt gut für Ampharos gewesen, aber ich muss wechseln. Jetzt darf ich keine Items mehr einsetzen. Bis zum Ende des Battles, also 3 pro Kampf natürlich immer. Hey, my God. Danke. Der hat aber auch richtig Glück mit dem... hier. Mit dem Stunlock. Na gut, aber... Boah, das Dragoran hätte mein Team wipen können, ne? Also jetzt nicht mit Winkel, ne? Aber... Uff. Das war knapp. Neues Pokémon. FC muss nach vorne. Sehr stark. Bisschen weiter nach vorne. Und wir bekommen ein... ein Tunnel. Ich schlafe ihn einfach direkt ein, weil ich weiß, dass Tunnel wahrscheinlich eine schlechtere Fangrate hat als Jirachi. Deswegen einschlafen. Superbälle. Alles klar, jawohl, ich sag nichts. Du bist... Habe ich mich schon überlegt... Bis... Oh. Ah, verdammt.
ist und unintentionell. Mann! Oh. Tanner. Wer die Referenz versteht, ist eine Legende. Not gonna lie. Ja, jetzt können wir eigentlich weiter schon machen mit dem Trainieren von den Pokémon. Das Problem ist, es ist so schwierig, unsere Pokémon balanced zu halten. Also entweder sie unterlevelt oder overlevelt. Ach. Falsches Pokémon. Ja, die Sache ist halt, selbst wenn du Critical Hit wäre ich nicht mal in One-Hit-Reichweite. Das war kein Kumpel. Da liegt doch ein Item drin. Ah, so packt man das. Da kann man auch das Item nehmen, ohne nochmal die Route verlassen zu müssen. Oh nein. Ja gut. Intensität. Intensiv. Dich will ich wechseln gegen Xubat. Wenn einer von den gegnerischen Pokémon jetzt ausweglos hat, ne? Und die beiden Pokémon sterben, dann ist echt problematisch. Ich bin aber ganz ehrlich mit euch, Leute. Am Anfang hatten wir so großes Passion mit den Pokémon. Wir haben halt legit nur Schmutz-Pokémon bekommen, den ganzen Anfang. Jetzt auch immer haben wir das Glück, vollentwickeltes Pokémon nach vollentwickeltem Pokémon. Also das ist schon ein bisschen lächerlich. Keiner von den beiden hält das aus. Beide auswechseln. Xatu. Ausweglos. Und wer ist es? Ist es Ampharos? Oh nein, du bist das safe. Heuler. Oh, es ist... Was? Ich dachte, es ist die Explosion. Intensität. Ampharos kann ich nicht auswechseln, oder? Okay, da darf ich auch keine Intensität einsetzen. Zertrümmere mal rauf. Registeel und... Donner, Shock of Steel. Oh mein Gott, er hat's überlebt. Holy shit, war das knapp. Ey, hätte der nicht weniger Angriff. Oh mein Gott, der hat Flügel geschlagen. Hätte nicht weniger Angriff gehabt, wäre es gewesen, ne? Also, das war schon ziemlich lucky. Wumbo sitzt einfach Aquaknarre rein und du gehst jetzt bitte aus diesem Kampf raus. Es ist so bescheuert, dass jetzt viel mehr. Also, diese Einstellung mit die Pokémon haben keine nutzlosen Fähigkeiten. Das ist jetzt echt gefährlich, weil jetzt jedes zweite Pokémon ausweglos. Vielleicht war das keine so schlaue Entscheidung, das anzumachen. Das war auch pures Glück, dass wir da gewonnen haben. Aber gute Idee, nochmal den Angriff von den Pokémon zu vermindern. Sonst wäre das nämlich echt gefährlich geworden. Oh, und du hast... jetzt hat ein Knocker. Gen 1. Ich wollte gerade fast sagen Gen 1 Battle, aber ja gut, ne? Zubat, X-Band ist glaube ich nicht wirklich Gen 1. Habe ich schon mal gehört. Habe ich irgendwo gelesen. Ja, was ist eigentlich eure Lieblingsgeneration von Pokémon? Oder habt ihr überhaupt eine? Würde mich interessieren. Wenn ich mich da so festlegen müsste. Oh. Wenn ich mich da festlegen müsste, was ich nicht möchte, weil das ist ziemlich dumm. Jede Generation hat Nachteile und Vorteile, dann wäre es auf jeden Fall die dritte. Wer hätte es da gedacht nach meinem Video über die dritte Generation der Review? Raus. Ja, die dritte. Ich feiere die dritte. Also, was ist so krass an der dritten Generation? Ich mag fast alle Pokémon. Ich liebe das mit Horrorlobler. Wäre auch cool gewesen. Was haben wir hier nochmal bekommen? Ah ja, Tunnel. Na gut. Tunnel ist echt stark. Ah, den haben wir hier bekommen. Genau, Spiel. Danke, dass du mich nochmal nennen hast. Ach. Ich bin ernsthaft auf den alten Aschetrick reingefallen. Wie schlecht muss man sein? Oh ja, du bist gefährlich. Schnabel. Ah, Donnerschock. Alter, hat das abgezogen. Oh mein Gott, da muss ich raus. Ja, also, was macht die dritte Generation so großartig? Ich feiere erstmal die Teams, dass die endlich eine richtige Identität haben. Das ist halt so ein großer Punkt, den ich hatte. Und generell, ich feiere, wie umfangreich die... Du und Adel. Wie umfangreich hier die Natur ist, war echt krass. Also, wir haben halt so viele Unterschiede. Da ist noch ein Doppelbattle. Wir haben ja halt so viele unterschiedliche Gegenden. Das Einzige, was ich halt echt nicht gut finde, ist die Levelkurve. Als ob er in Kingla gewechselt hat. Wie belastend. Na, okay, gut.
voll die Elektro-Pokémon-Trainerin. Was geht mit dir? Tackle. Wir sind hier in gefährlichen Territory. Tackle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Ampharos auch immer ein Pokémon, das ich immer gerne in der zweiten Generation mitgenommen habe. Einfach weil ich finde, das ist eins der von denen so. Viele Leute geben dem jetzt keine Beachtung, weil es jetzt nicht so ultra krass aussieht. Also das ist jetzt kein richtig cooles Pokémon per se. Aber Ampharos ist ein ultra gut designtes Pokémon, finde ich halt einfach. Also so die Kreativität, die in Barty, Marieb heißt es glaube ich, die zweite. Und Ampharos steckt es halt einfach so gewaltig, das feiert man einfach. Und du hast soeben dein Sold gebracht. Machomai, ui, unser Team sieht sehr gut aus im Moment. Na, Klebutak bleibt drin. Sazenia bleibt drin. Ich habe aber zwei Wassertypen. Das heißt, einer müsste gehen. Für Type Diversity. Aber er ist Wasserboden und du bist Wasserunlicht. Unlicht habe ich kein anderes. Wasserboden habe ich auch kein anderes. Boden ist ein wichtiger Switch für starke Elektro-Pokémon. Machomai ist aber unfassbar stark. Das ist jetzt schwierig. Flug, Fluggift. Du, ich brauch sowieso einen zum Fliegen, deswegen. Ich behalte hier mal Reserve. Mir gefällt mein Team gerade so, wie es ist. Also eigentlich würde ich ihn gerne trainieren, weil ich weiß, dass er unglaublich stark ist. Ich habe mal Soul Silver mit einem Machomai im Team durchgespielt. Und lass mich das mal so sagen. Das hat alles rasiert, nachdem es sich entwickelt hat. Verstärkt Psycho-Attacken. Ich glaube, wir wissen, was wir Starboy geben. Ich wünschte, ich könnte malen, aber ich so ein cooles Bild von Starboy malen. Aber na gut. Konfusion, Erholung, Sternstau, rechte Hand. Ja, selbst die Premium-Attacken, aber reicht. Jetzt haben wir drei Pokémon. So, ist sowieso gut, dass ich jetzt nicht Markus Grün auch noch mit reinnehme. Haben wir 10 Pokémon, die wir noch hochleveln müssen. Und gleich, ich gucke, bevor wir die nächsten Arena-Orden machen, gucke ich wirklich, wie, was ist dein Max-Level? Weil ich habe keine Lust, dass sich das nochmal passiert, dass ich mich so krank überlevel wie im letzten. Weil das war echt uncool. Und ja. Wir gehen auf jeden Fall jetzt noch zu den Meteorfällen und fangen uns dann noch ein Pokémon an. Genau. Ah, da gibt es doch eine random TM, oder? Ach, hast du es gegeben? Bitte sei cool, bitte sei cool, bitte sei cool, bitte sei cool. Pulverschnee? Habe ich ein Eis-Pokémon? Pulverschnee ist jetzt nicht das, was ich haben wollte, aber es ist mir egal. Ich will keinen Kampf, ich will Pokémon. Ja, Pokémon. Und, oh mein Gott, ein fucking Dragonier. Das kommt auf jeden Fall ins Endgame-Team. Ich habe es auch so eingestellt, dass Pokémon, die sich auf hohem, super hohem Level entwickeln, wie jetzt das hier, auf 55 hätte sich das entwickelt, sich irgendwie auf 40 entwickeln. So habe ich das gemacht. Hallo. Ach, Insomnia hat das Pokémon. Oh, das ist belastend. Starboy. Ach, der macht ja Wickel. Krankengift. Deswegen sind Tadel und Dragonier auch so wertvoll für mich gerade, denn ich weiß, dass ich beide Pokémon. Superball. Ja, easy peasy. Oh, wie nennen wir dich jetzt? Wie nennen wir ein Dragonier? Was ist denn ein guter Kosename für ein Dragonier? Okay, passt auf. Welche. Also ich wundere mich manchmal, wenn ich so, also wenn wir so als YouTuber so ein paar Schritte vorwärts machen, eine größere Audienz kriegen und auch ein paar mehr Leute so, ne, kommentieren unter den Videos. Wie hart werde ich da beleidigt für meine hässlichen Spitznamen, die ich meinem Pokémon gebe? Jetzt mal ehrlich. Dragonier, Dragonugge. Ah, ich werde mich beleidigen für solche Spitznamen. Aber auch wenn ich jetzt hier eigentlich. Ich habe ja eigentlich einen Alarm eingestellt für 15 Minuten, aber das fühlt sich so viel an. Deswegen würde ich mal sagen, war es das mit der heutigen Episode von Pokémon Smaragd Randomizer. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einem Like. Wenn nicht, zeigt es trotzdem mit einem Like. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao.